Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gefecht in World of Tanks. Ich fahre heute den tschechischen Kolo Husenka auf der Karte Kloster. Und ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung 1er 2er Linie. Meine bevorzugte Linie auf dieser Karte. Egal ob ich die Nord- oder die Südbasis habe. Es ist einfach die bessere und schönere Linie, um gegen die Gegner vorzugehen. Da ist der erste aufgetaucht in der Nähe des Klosters, ein TKS-20, der erste Gegner. Und die kantige Form des Kolo Husenka ist gewöhnungsbedürftig. Aber der Panzer im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Wie alle Tier 1 Panzer... Oh, vielen Dank. Wie alle Tier 1 Panzer sehr langsam unterwegs. Und man sieht die Tier 2 Panzer, die in diesem Gefecht mitkämpfen, sind dann doch wesentlich schneller. Da ist der Kampf in und um das Kloster herum schon im Gange, während ich hier noch versuche, Boden gut zu machen. Und jetzt ist auf unserer Linie ebenfalls ein Gegner aufgetaucht, sogar zwei. LTVZ 35 und ein Cruiser 1. Und dann hat sich noch ein Fiat 3000 dazu gesellt. Aber ich werde den Weg jetzt hier weiterfahren und versuchen... Oh, da kommt mir einer entgegen, ein MS-1, sowjetischer Panzer. Oh, da habe ich vorbeigeschossen und er hat das genutzt, um gleich mal einen Treffer zu landen. Oh, er hat den Berg geschossen. Ich habe ihn wieder getroffen, er hat wieder vorbeigeschossen. Und den MS-1 zerstört. Da ist der Cruiser. Bin ich zu weit vorgefahren. Jetzt gleich weiter nachsetzen. Ich hoffe, der Cruiser 2 kommt da mit. Jetzt hat er schon eine Menge Strukturpunkte von mir abgezogen. Aber ich konnte ihn zerstören. Und jetzt nicht beirren lassen, gleich weiter nach oben. Und jetzt gucke ich auf den Zwischenstand. 13 zu 2, das heißt, ich brauche da gar nicht Richtung gegnerischer Basis zu fahren. Wenn ich noch ein bisschen Schaden machen will, dann muss ich wieder zurückfahren. Aber das Gefecht ist beendet. 15 zu 2. Das war das Gefecht mit dem Kolo Husenka auf der Karte Kloster. Eine WN8 von 2728, Damage von 422 und 2 Kills. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder.